Hast du die Papiere? Noch nicht. Die Times hat 7000 Seiten, die genau beschreiben, wie das Weiße Haus über den Krieg in Vietnam gelogen hat. Sie reden davon, jahrelang gehütete Regierungsgeheimnisse zu enthüllen. Ist das legal? Womit glaubst du, verdienen wir hier unser Geld, Junge? Kay, die Leute sind besorgt, weil eine Frau die Zeitung leitet. Dass sie nicht das Rückgrat hat, schwere Entscheidungen zu treffen. Danke, Arthur, für Ihre Offenheit. Wenn wir das veröffentlichen, stehen wir nächste Woche vor dem obersten Gericht. Und das bedeutet? Wir könnten alle ins Gefängnis kommen. Nixon wird die ganze Macht seines Amtes nutzen. Und wenn es einen Weg gibt, dich zu vernichten, bei Gott, dann findet er ihn. Ich bitte dich um deinen Rat, Borg, nicht um deine Erlaubnis. Das darf sie nicht tun. Das Vermächtnis der Firma steht auf dem Spiel. Wenn wir es nicht droppen, werden wir verlieren. Das Land wird verlieren. Was werden Sie tun, Mrs. Graham? Die Verlegerin.